Liebe Marktfahrende, liebe Gäste, ich darf im Namen des OK ganz herzlich begrüßen zu der dritten Marktsaison. Wir freuen uns wahnsinnig, dass das Wetter hebt und es wird jetzt auch so weiter sein, weil die letzten zwei Jahre haben wir so gehabt, immer schön. Wir freuen uns auch, dass über 35 Marktfahrende dieses Jahr am Wochenmarkt sind. Natürlich nicht immer alle gleichzeitig, aber viele kommen ein paar Mal im Jahr. Die Vielfalt von unserem Markt ist riesig. Wenn man da durchschaut, sieht man das. Es hat alle Lebensmittel fast vertreten, außer Fleisch. Da suchen wir noch jemanden, einfach wenn die Kamera das auch gerade aufnimmt. Es ist eine reiche Vielfalt an einheimischen Produkten, aber viele von euch kennen das ja auch sehr gut. Am heutigen Eröffnungsmarkt haben wir speziell eine grosse Marktmusik. Ich habe gefragt, wie sie denn heißen. Und sie heißen Pascal und seine Hippies. Wir freuen uns sehr, sind ihr da. Es ist jedes Jahr ist eine oder zwei Personen mehr dazu gekommen. Also ihr seid wirklich ein wunderbares Orchester. Merci vielmals, dass ihr da seid. Die Oberi wird heute und vielleicht auch noch an anderen Tagen dann, unsere Kinder, die mit den Marktbesucherinnen kommen, unterhalten. Und, ich habe gesehen, ich bin am Tisch dabei gelaufen, es gibt glaube ich ein Holzproblem. Merci vielmals, dass auch ihr da seid. Dann danke Tani den Marktfahrenden Hanni schon. Was ich auch noch möchte verdanken ist der Gemeinde ganz. Die unterstützen uns ja immer. Sowohl finanziell wie auch ideell. Da sind wir wirklich froh, weil ohne Gemeinde und ohne finanzielle Unterstützung wäre das auch ein bisschen schwierig. Dann danke ich von Herzen unseren zwei Marktchefs. Die stehen hier rechts von mir. Das ist der Vipulan, sehr erfahren, letztes Jahr schon Marktchef gewesen. Und der Serke ist neu dabei. Sie zwei schauen für einen guten Ablauf vom Markt. Sie zwei kommen auch fragen, wenn irgendwelche Fragen rund um den Markt sind. Also sie stehen gerne mit Rede und Antwort zur Verfügung. Das wäre es eigentlich schon. Nein, ich habe noch vergessen, den Kaffee. Die Marktfahrenden dürfen heute bei Calons Kaffee, einen sehr feinen Kaffee, degustieren. Und am Chili-Stand von der Ronja und von Markus gibt es ein Probiererli mit Chili con Carne. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, mehr oder weniger. Ich danke euch einfach ganz herzlich fürs Kommen im Namen des ganzen OK und ich freue mich auf eine wunderbare Marktsaison. Merci vielmals. Wochenmarkt ganz. Ist das jetzt jede Woche so? Jawohl, der findet wieder jetzt vom 4. Mai heute bis Ende Oktober jeden Samstag statt.
Das heisst, mit anderen Worten, da kann man herkommen, da muss man sich anmelden, wenn man Markttreibender ist, und dann kann man da seine Ware präsentieren. Jawohl, genau. Als jeder, der sich anmelden will, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Auf der Wochenmarktseite ist die E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer. Und dann kann man hier ausstellen. Also genau. Darf ich mal fragen, was kostet denn das, um hier einen Platz zu bekommen? Also der halbe Stand ist 16 Franken und dann der ganze Stand 32. Und wann muss man sich anmelden bei dir? Also man kann sich jederzeit bei mir anmelden, natürlich gerne im Voraus und nicht gerade am Samstagmorgen um 7 Uhr anrufen und finden, hey, ich will auch noch dabei sein. Und um 8:30 muss man dann parat sein, gell? Ja, aber um 8:30 muss man parat sein, alles aufgestellt haben und dann geht's los. Bis zum Mittag? Genau, 12:30 ist wieder fertig und kann man abräumen und heimgehen. Und stürmt oder schneit? Jawohl, wir sind immer da. Regen, also Regen sicher natürlich auch so unter den Ständen, oder? Ja, wir sind wetterfest. Wetterfest. So, jetzt ist das der Ganze natürlich, oder? Was für Sachen werden hier denn ausgestellt und präsentiert? Also hauptsächlich Lebensmittel. Das heisst, jemand, der Lebensmittel hat, kommt daher, wenn jetzt aber jemand Spielsachen hat, etwas wird verhökern, sonst etwas also machen. Wir haben ja Spezialmarkt, Wochenmarkt Plus. Am 29. Juni findet der statt mit Zeugs und Sachen. Da können alle kommen, egal was sie zu verkaufen haben. Du bist noch also nicht so lange dabei, aber ist das schwierig gewesen, um hier überhaupt den Platz zu bekommen, um dort zu sperren, den Durchgangsverkehr hier? Also wir haben das jetzt das dritte Jahr, ist der Markt, der stattfindet, und das haben sie bis jetzt immer gut organisieren. Du machst es das erste Mal, du bist selber sicher auch schon dabei gewesen, gell? Ja, von Anfang an. Wir sind von Anfang an dabei mit unserem Chili-Stand. Ja. Warum seid ihr so ein Marktfan? Ja, wir haben da mitgekriegt, dass der Markt, also dass sie das machen gefunden haben. Wir sind zwar ein bisschen exotisch mit den Chili-Sachen, aber wir wollen dann nochmal dabei sein und das ausprobieren. Und es hat uns von Anfang an so gut gefallen, dass wir gefunden haben, jetzt können wir jeden Samstag und sind einfach dabei. Chili ist ja entspannt, oder ist das etwas anderes? Was? Chili. Chili heisst doch immer Chili, weißt du, so entspannt. Chili, wir sind Chili-Produkte. also so chillig ist das nicht, gell, wenn man hier Markttreibender ist. Das ist noch streng, oder? Also das hat schon in sich, es ist nicht zu unterschätzen natürlich. Man muss auch immer parat sein, Sachen aufstellen und so. Und das halt am Samstagmorgen, oder? Aber es macht auch Spass, die Leute sind hier freundlich und es ist ein schönes Flair, eine gute Stimmung. Und das ist einfach super und da können wir gerne. So, und jetzt die letzte Frage. Schaut da etwas raus, nebst dem, dass du am Samstagmorgen früh aufgestanden bist? Ja, selbst schon. Auf jeden Fall. Also, wir machen das ja als Hobby und Leidenschaft, aber haben auch Umsatz davon natürlich. Ja. In dem Fall, also, was kann man sagen? Top Chili oder Top Wochenmarkt oder was würdest du sagen? Oder Top Wetter oder Top Leute, die sollten da herkommen? Ja, also auf Wetter hoffen wir immer top, der Wochenmarkt ist top, Chili auch top. Nicht, weil du wahrscheinlich der Beste bist, gell? Sie wechseln ja unglaubliche Instrumente an die Frauen, aber warum könnten ihr das? Also, weil wir Lust drauf haben und gerne Musik machen. Und dann probieren wir aus. Und das, was klappt, klappt. Und das, was nicht klappt, klappt vielleicht in der nächsten Probe. Aha. Aber Saxophon, Querflöte, einmal im Schweizer Orgel, Handorgel und so weiter. Ja. Perkussionsinstrumente, hat er wieder Posaune und so weiter. Das geht alles. Ich glaube es, ja. Mehr oder weniger. Ja, also wir probieren einfach. Ja, wir probieren aus. Und das, was dazu passt, passt. Und jeder darf auswählen, welches Instrument er spielt. Von dem her. Ja, dann nimmt viel zur Auswahl. Aber jetzt beim Wochenmarkt natürlich einmalig, nur heute, oder? Ja. Und wo hört man denn raus so? Ja, eigentlich haben wir die Formation gegründet für eine Hochzeit von zwei Kollegen von uns. Und jetzt macht es so viel Spass, darum sind wir jetzt auch hier am Wochenmarkt und mal schauen. Warten wir darauf, bis die Kollegen wieder geschieden sind. Könnt ihr wieder zur Hochzeit gehen, oder? Vielleicht heiraten die Nächsten auch noch. Wie heissen ihr? Wie heissen wir jetzt? Flumsi? Eventuell Pascal und die sieben Hippies, oder wir heißen vielleicht nur die sieben Hippies. Aha. Und du bist der Pascal? Ja. Dann hängst du es aber recht der Chef aus. Entschuldigung, wir sind von Anklage. Gut, okay. Die meisten Instrumente sind auch von ihm. Was hat sie gesagt? Die meisten Instrumente? Die meisten Instrumente sind auch von ihm. Also das und das und das und das und das. Aber du bist ja selber der Querflöten ausgebildet, oder? Seit Jahrzehnten spielst du das? Ja, 3 Monate. Okay, gut. Ich glaube, Hippies passt gut. He? Ich meinte auch, ja. 1, 2, 3.
Oh,
Ha 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 ha